Guten Morgen aus London. Eine aufregende Woche steht an und ich bin auch schon wieder unterwegs. Meine Mama kommt mich nämlich besuchen. So, Lea, was haben wir denn heute vor? Erzähl mir mal ein bisschen. Na, also erstmal haben wir gerade gefrühstückt, ohne zu zeigen, was wir gefrühstückt haben, aber es war gut. Es war offensichtlich, weil es ist ja Lea, ne? Heute ist ein sehr spannender Tag, weil wir gehen heute Nachmittag in die Harry Potter Studios und da freue ich mich schon sehr drauf. Mama mit dem Ventilator, mit dem handbetriebenen. So, und weil ich ja jetzt schon fast local bin in London, lol, zeige ich Mama natürlich auch alles, was sie gesehen haben muss, wie zum Beispiel den Trafalgar Square. Bekannt aus jedem Englischunterricht in Deutschland. Ich habe keinen Plan, wo wir jetzt hier sind, aber hier stehen Pferde und alle tun so, als ob sie noch nie Pferde in freier Wildbahn gesehen hätten. Vor allem in freier Wildbahn, aber okay. Westminster Abbey. Mama, möchtest du dich da anstellen? Wir haben gerade beschlossen, dass heute eigentlich ein viel zu schöner Tag ist, als um in so eine Kirche zu gehen. Ein Roseneis haben wir jetzt. Also aufgrund dieses wunderbaren Eises haben wir etwas Zeit vergessen. Und jetzt haben wir nur noch 40 Minuten, bis Harry Potter losgeht. Und wir brauchen 40 Minuten, um zum Studio zu kommen. Fingers crossed, dass wir es schaffen. Bestimmt. Ich glaube an uns. Ich glaube auch an uns. Wir stehen jetzt an der Shuttlebus-Haltestelle und noch hat uns keiner weggeschickt. Ne? Glücklicherweise. Wie man sieht, war es überhaupt gar kein Problem, dass wir ein bisschen zu spät dran waren. Hauptsache mal wieder davor umsonst gestresst. Aber okay, so ist es eben manchmal. Ich hatte uns so digitale Guides online auch dazu gebucht, weil ich dachte, wenn schon, denn schon. Und die waren halt echt richtig toll. Los ging es dann natürlich am Set der großen Halle von Hogwarts mit den ganzen Haustischen. Und dann lief man an einzelnen Szenen, Kostümen und Set-Props vorbei. Dann auch zu den einzelnen Sets so viele spannende Fakten und Hintergrundinfos zu erfahren, fand ich richtig, richtig gut. Könnte ich jetzt alles gar nicht so wiedergeben, aber so diesen Eindruck zu bekommen, was da eigentlich wirklich so geleistet wurde, auch so im Hintergrund, fand ich einfach unfassbar spannend. Witzig zum Beispiel, dass der Schlafsaal der Jungs eben zu Beginn der Dreharbeiten für 11-Jährige konzipiert wurde, von der Größe her. Und als dann aber die Schauspieler älter und natürlich auch größer wurden, hingen dann halt irgendwann einfach Beine und Arme aus den Betten raus und es wurde super eng im Raum bei den Dreharbeiten. Beeindruckend fand ich in Dumbledores Büro zum Beispiel diese Liebe zum Detail. Die ganzen Props, die man sieht in den Schränken, wurden alle extra entworfen und gebaut. Genauso wie die Bücher, die man sieht. Das sind zum Großteil einfach Telefonbücher, die einen neuen Einband und eine Menge Staub abbekommen haben. Für die ganzen Gemälde, die in Hogwarts hängen, wurden tatsächlich richtige Ölgemälde neu angefertigt. Und teilweise standen auch Leute der Produktion für diese Ölgemälde Modell. Über 250 Tiere waren in den 10 Jahren Dreharbeiten am Set. Richtig süß, wie hier so die Charaktereigenschaften aufgezählt wurden und auch wie dargestellt wurde, wie die alle dressiert und trainiert wurden. Bei manchen Tieren ging es leichter, wie bei den Hunden, und manche Tiere wie Eulen und Katzen haben ein bisschen mehr Arbeit gemacht. Hagrids Hütte ist auch so ein richtig beeindruckendes Set. Das gab es nämlich in zwei Ausführungen. Einmal, in der alles viel größer war, damit die SchauspielerInnen kleiner wirkten. Und einmal, in der alles viel kleiner war, damit Hagrid viel größer wirkte. Nachdem wir uns schlau gemacht hatten, wie man wirklich auf dem Besen fliegt, habe ich mich natürlich auch auf einen geschwungen. Davon gibt es nur keine Aufnahmen, weil ich zu geizig war, 50 Pfund, ich meine natürlich, weil ich zu schnell geflogen bin. Der verbotene Wald ist halt auch nur eine Kulisse, ne? Ja, da brechen Herzen, Leute. Ich dachte ja, das wäre echt.
Naja, dafür war es trotzdem ein bisschen gruselig mit den Spinnen, um ehrlich zu sein. Und wusstet ihr eigentlich, dass die Hintergründe teilweise gemalt waren? Wie heftig ist das denn? Endlich geht's nach Hogwarts, aber wir wissen alle, was man machen muss, um zum Express zu kommen, richtig? Auch hier nochmal Props an die Props-Abteilung. Unglaublich, was einfach alles extra für Harry Potter entworfen wurde. Von Verpackungen über Bücher, über Zeitungen, über Scherzartikel. Einfach herrlich. Einfach herrlich. Und im Außenbereich gibt es noch weitere Sets anzuschauen, zum Beispiel den Fuchsbau von außen, in dem wollte ich ja mal wohnen. Dann das Haus im Ligusterweg, da wollte ich nicht unbedingt immer wohnen, aber das kann man sich auch von innen anschauen. Dann gibt es noch das Gewächshaus von Hogwarts, den fahrenden Ritter und noch ein paar weitere Sets zum Anschauen. Dann ging es weiter zu den Maskenbildnern und oh mein Gott, ist das heftig, das so im Detail zu sehen. Hier diesen Hagrid-Kopf zum Beispiel, der wurde immer getragen, wenn Hagrid nur von Weitem zu sehen war, einfach weil kein normaler Mensch so einen Riesenkopf hat. Gringotts war auch ein richtig beeindruckendes Set, vor allem wenn man sich mal vor Augen hält, dass alles, was wie Marmor aussieht, einfach von Hand aufgemalt wurde. Upsi. Naja, kommen wir zum letzten Set der Winkelgasse. Auch hier wieder die Liebe zum Detail ist einfach so unfassbar. Das muss man einfach live gesehen haben. Und auch allgemein so diese ganzen Behind-the-Scenes, wie Sets, Charaktere und so entstanden sind, ist einfach so spannend zu sehen, auch wie viele Menschen daran mitgewirkt haben. Damit Harry Potter auf der Leinwand erscheint, ist einfach der absolute Wahnsinn. Und ich stelle fest, ich habe gelogen, das ist das letzte Set. Das ist Hogwarts. Genau so, wie wir es aus den Filmen kennen. Das haben die ernsthaft so gefilmt und dann mit eingebaut und dann mit hier Greenscreen und keine Ahnung was. Aber ist das nicht der Wahnsinn? Und immer wenn was Neues dazu gekommen ist im Film, wurde das dann auch an diesem Modell angebaut. Das Einzige, was mich beim Merch wirklich interessiert, Schokofrösche. Da das die lange Schlange ist, musste ich leider eine traurige Entscheidung treffen. Und zwar Tschüss Schokofrosch. Wir sind jetzt wieder auf dem Heimweg und ich muss sagen, ich bin absolut begeistert. Es war auf jeden Fall jeden Cent wert. Was ich aber auch sagen muss, wir sind ja erst auf 4 oder so hingegangen und jetzt um 10 dann nach Hause und das war schon echt knapp. Also hat man schon so ein bisschen durchgeguckt. Gut, lag vielleicht auch an der Hitze, weil wir heute Vormittag schon was gemacht hatten. Aber so grundsätzlich, wenn ich nochmal hingehen würde, oder wenn ich hingehen werde, dann würde ich auf jeden Fall schauen, dass ich Tickets für morgens direkt bekomme, dass man so den ganzen Tag einfach da sein kann, weil es einfach so viel zu entdecken gibt. Und es gibt auch so viel zu machen und anzuschauen und auszuprobieren. Und es ist wirklich genial. Und ich glaube, man muss nicht mal unbedingt der größte Harry Potter-Fan sein, weil ich finde, auch allein wenn man sich schon für Filme oder so interessiert, das reicht schon komplett aus, weil das ist so spannend, diese Behind-the-Scenes zu sehen, die Masken. Also wirklich, es war, ihr habt es ja selber gesehen, ich bin absolut geflasht und dank der Hitze heute gibt es anscheinend Probleme im Zugverkehr, deswegen sitzen wir hier ein bisschen rum und hoffen, dass wir jetzt noch nach Hause kommen. Ich habe ein bisschen Hunger, aber eventuell, nee, heute gehe ich nicht hungrig ins Bett. Wir kriegen also noch was zu essen. Aber weil wir einfach so fertig sind, würde ich mal sagen, beenden wir hier mit dem Tag und schauen, was der morgige Tag bringt. Nichts besser als ein Döner. Guten Morgen. Ich habe heute Geburtstag und deswegen gönnen wir uns heute und gehen jetzt erstmal frühstücken. Guten Morgen starten wir hier mit Zimtschnecken und Limonade. Jetzt dachten wir, es wäre doch super schön, schwimmen zu gehen bei den tollen Temperaturen heute.
Ja, das Ding ist nur, also wir hatten uns so ein Bathing Pond in Hampstead Heath ausgesucht. Das Ding ist nur, man muss da ein Ticket reservieren. Das haben wir nicht gemacht, ein Ticket reserviert. Also lagen wir einfach nur auf der Wiese und haben uns gesonnt. Auch schön, aber für alle, die da mal hinwollen, kann ich nur empfehlen, es gibt, es ist nach Geschlechtern geteilt, es gibt aber auch gemixten Teichsee zum Schwimmen und bucht euch ein Ticket. Wenn man schon nicht ins Wasser kann, kann man sich wenigstens ein Eis gönnen. Auf jeden Fall habe ich eine Waffel bekommen, ich Geburtstag habe. Ich werde es nämlich heute allen auf die Nase binden, dass ich Geburtstag habe. Falls ihr es noch nicht bekommen habt, ich habe heute Geburtstag, deswegen habe ich eine Waffel bekommen. Schoko-Waffel. Neben dem Planschen kann man in Hampstead Heath aber auch was sehen. Und zwar auf dem Parliament Hill gibt es eine Aussicht auf ganz London. Und die ist richtig schön. Wir sind jetzt hier in einem Teil, der heißt Little Venice. Und hier sind lauter so Hausboote zu sehen. Richtig süß, dass das aber noch zu London gehört. Ist so goldig. Und jetzt gucken wir mal, ob man die sich noch von hier auch anschauen kann. Zieht euch das mal rein. Lauter kleine Hausboote und teilweise richtig große Dinger dabei. Mit Dachterrassen auch. Nach Little Venice wollte ich Mama unbedingt noch Notting Hill und den Portobello Road Market zeigen, aber der hat irgendwie nur sonntags auf. Naja, dafür hier einfach so ein bisschen rumspaziert. Die meistfotografierteste Tür in Notting Hill. Mein Geburtstag wäre damit gut überstanden und jetzt geht's auch schon weiter, weil es wird an der Zeit, London zu verlassen. Meine Mama und ich, wir fahren jetzt Richtung Bristol, da haben wir uns ein Airbnb gebucht und dann schauen wir uns ein bisschen die Ecke an. Ja, damit wäre es jetzt an der Zeit, Tschüss zu London zu sagen. Es waren zwei sehr, sehr wunderschöne, abenteuerliche, aufregende und auch sehr anstrengende zwei Wochen, aber ich fand es auf jeden Fall richtig, richtig cool hier. Ich bin sehr froh, dass ich mich getraut habe, mit meinem Auto hier reinzufahren. War im Endeffekt auch alles gar nicht so wild, wie ich dachte. Ich freue mich jetzt aber auch so ein bisschen wieder mehr auf die Natur und so ein bisschen ruhiger, weil in London kriegt man schon manchmal so, hat man ein bisschen so die Angst, was zu verpassen, weil einfach so viel gleichzeitig passiert. Das ist unglaublich. Aber es war eine richtig tolle Zeit und London hat wirklich wunderschöne Ecken und es gibt einfach so viel zu entdecken und ich glaube, da ist einfach für jeden was dabei. Und damit raus aus London und ab Richtung Westen. Wir sind jetzt angekommen in unserem Airbnb in der Nähe von Bristol, in diesem süßen kleinen Gästehäuschen. Und jetzt essen wir was zu Abend. Ich habe nur geschrien, weil ich mich gerade fast an dieser Wäschespindel aufgehängt hätte. Nur zur Info. Guten Morgen. Wir sind richtig gut in Bristol angekommen und es ist auch so komplett das Gegenteil einfach zu London. Es ist leise, es ist ruhig und es ist auch nicht ganz so heiß, was aktuell irgendwie ganz cool ist. Und gestern haben wir den Tag mega entspannt angehen lassen. Wir sind irgendwie nur in die Stadt gelaufen, haben uns die Clifton Suspension Bridge angeschaut, haben uns danach noch ein Eis im Park gegönnt, das leider besser aussah, als es geschmeckt hat. Aber das ist ein anderes Thema. Und heute dachten wir uns, komm, jetzt lass doch nochmal was erleben. Und haben beschlossen, dass wir nach Bath gehen. Bath ist gleich in der Nähe von Bristol und ist bekannt für seine römischen Bäder und noch andere Dinge. Und die schauen wir uns heute mal an. Und ich würde sagen, los geht's. Weil Bath auch irgendwie so eine Clean-Air-Auto-müssen-Gebühren-Ding hat, sind wir mal lieber mit der Bahn gefahren. Und der erste Weg führte uns dann auch direkt zu den Bädern, die wir uns aber nur von außen angeschaut haben. Und gleich daneben an der Bath Abbey fand ein Abschluss von der Bath Universität statt. Da war also auch einiges los. Und durch Zufall sind wir an diesem Café vorbeigekommen, das in der Serie Bridgerton als Schneiderei Modis genutzt wurde. Vielleicht kennst du ein oder andere. Und dann haben wir zugeschaut, wie Fudge gemacht wurde und mussten das natürlich auch probieren. Also keine Ahnung, manche Leute das echt so am Stück essen können, aber es besteht eigentlich nur aus Milch, Zucker und Butter. Und so schmeckt es, also schmeckt geil, offensichtlich. Wir haben hier einmal Apfelzimt und einmal Triple Chocolate, aber davon können wir jetzt zwei Wochen uns ernähren eigentlich. Mit vollem Magen und Diabetes haben wir dann noch ein bisschen Bath erkundet, denn die Stadt ist wirklich wunderschön und es gibt so viele süße Sachen zu entdecken. Und dann sind wir noch auf den Markt gegangen. Die hatten dann auch einen Gebrauchtbuchhandel und da musste ich dann natürlich zuschlagen, weil das ist so die Regel. Und in diesem Buchladen werden nur Bücher ausgestellt von Frauen aus den 30er und 40er Jahren. Okay, tschüss. Und damit wären wir auch am Ende dieses Videos angelangt. Bath war wirklich eine ganz, ganz süße kleine Stadt.
die man wunderbar zu Fuß entdecken kann. Das Fatsch, was wir gegessen haben, hängt uns noch ein bisschen schwer im Magen. Wir werden jetzt trotzdem gleich noch was zu Abend essen, um dieses süß-salzig-Gefälle im Körper ein bisschen auszugleichen. Ansonsten war es das aber mit diesem Wochenvlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich, wenn ihr dieses Video liked und kommentiert. Und falls ihr mir noch nicht folgt, natürlich diesem Kanal auch abonniert. Nächste Woche geht's dann so langsam mal Richtung Schottland nach oben und ich bin schon sehr gespannt, was ich sehen werde und hoffe und freue mich natürlich, wenn ihr mit dabei seid. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, alles Gute und bis nächste Woche.